Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die regierungstragenden Fraktionen, also die Antragsteller, sollten es ja eigentlich am besten wissen, Dialogformate zwischen der Staatsregierung und der Automobilindustrie gibt es bereits. Erinnern möchte ich beispielhaft an den Industriedialog. Ich glaube, Herr Brunner hat es gerade richtig gesagt. Neue Mobilität Sachsen, Vernetzung von Branchen, Technologien und Verkehrsträgern in der gläsernen Manufaktur Anfang Februar diesen Jahres. Ein Blick in die Gästeliste verrät, dass die Automobilzulieferindustrie und ihre Zulieferer sowie andere Akteure dort zahlreich vertreten waren. Man möchte ja zumindest hoffen, dass ein solcher Dialog von Anfang an nicht auf Einmaligkeit angelegt war. Also fordern Sie ruhig weiterhin, was ohnehin schon geschieht. Durch Kreativität und neue Ideen haben sich die regierungstragenden Fraktionen im Sächsischen Landtag ohnehin noch nie hervorgetan. Ich bin mir sicher, Sie, die rot-grüne CDU, sorgt damit wieder für Schlagzeilen, die Ihre regierungstreuen Medien für die Bürger in Szene setzen werden. Viel, und da spreche ich jetzt aus Sicht der Gruppe der Auto- und Motorradfahrer, dürfen wir als Bürger von einem solchen Dialog ohnehin nicht erwarten, da Ihre Vorstellung der zukünftigen Mobilität an der Realität der Menschen vorbeigeht. Zumindest bei einem Staatsminister Dulig, der immer noch völlig schmerzfrei keinerlei Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der neuen Bußgeldkatalogverordnung hat, obwohl deren scharfe Strafen auch bei geringen Verstößen im schlimmsten Fall existenzvernichtend sein können. Wenn es nun nach Herrn Staatsminister Dulig geht, können Autofahrer gar nicht schnell genug ihren Führerschein verlieren, so können Motorräder uns an Sonn- und Feiertagen auch mal in der Garage bleiben. Das Haus Dulig prüfte vor der Einführung in Sachsen auch die Rechtmäßigkeit des neuen Bußgeldkataloges. Jedoch führten formale Fehler dazu. Darf ich Sie ans Thema erinnern, Herr Kollege? Komme ich gleich zurück, dass die neuen Sanktionen in Sachsen zumindest nun zeitweise zurückgenommen werden müssen. So viel zur juristischen Treffsicherheit unserer Staatsregierung. Denn wenn es nach ihr geht, müssen Dieselfahrzeuge weg und Innenstädte am besten gleich vom Individualverkehr befreit werden. Meine Damen und Herren, mit dieser Einstellung und mit diesen Zielen der Staatsregierung, wozu braucht es da noch einen Branchendialog für die Zukunft der sächsischen Automobilindustrie, um auf Kosten der Bürger eine Transformation zu vollziehen, die von uns niemand braucht und niemand will? Und jetzt soll der Landtag den Antrag noch legitimieren, dass für die Schaffung von Wertschöpfung und guten Arbeitsplätzen eine enge Begleitung des Transformationsprozesses in der Automobilindustrie notwendig ist. Da frage ich mich, für wen ist diese Begleitung notwendig? Für die Politik, damit sie nicht jede Schnapsidee gesetzlich festschreibt, oder für die Autoindustrie, damit diese dann zeitnah ausreichend mit Steuergeld gepampert wird. Meine Damen und Herren, wir möchten, dass Verkehrspolitik für unsere Bürger gemacht wird. Da schließe ich den ÖPNV genauso wie den Individualverkehr mit ein. Ich würde mir wünschen, dass Dialoge vom Produzenten bis hin zum Konsumenten stattfinden. Der Endverbraucher wird in Ihrem Antrag aber erst gar nicht erwähnt. Das zeigt nur eins, nämlich die Bürgerferne der Altparteien. Mit bestem Willen und in der Hoffnung, dass die Dialoge etwas mehr als eine Steuergeldverschwendung sind, wird sich die AfD enthalten. Und wenn wir beim Thema Steuergeldverschwendung sind, auch gleich zu Ihrem Antrag von den Linken, wir brauchen für klimagerechte Mobilität weder eine zusätzliche Landeskoordinierungsstelle, noch brauchen wir dafür eine zusätzliche Bundeskoordinierungsstelle. Lebensfremde und verbraucherfeindliche Ideologie muss nicht mit Haushaltsmitteln und sie muss auch nicht mit Steuergeldern finanziert werden. Wir lehnen daher den vorliegenden Änderungsantrag der Linken ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.